Mit der Digitalisierung kommen wahnsinnig viele neue Möglichkeiten für uns alle. Damit wir die alle nutzen können, müssen wir uns natürlich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und schauen, was das für Chancen und Möglichkeiten für die Gemeinschaft, aber auch für jeden Einzelnen von uns beinhaltet. Wir brauchen aber auch, damit wir die Möglichkeiten, die wir haben, alle umsetzen können, eine entsprechende Struktur. Und da haben wir Glück hier in Kassel, denn Oberbürgermeister Christian Geselle hat bereits seit 2018 angefangen, daran zu arbeiten. Nicht alleine, sondern mit allen Dezernaten der Stadt, sodass alle Stadtteile und alle Möglichkeiten der Stadt hier wirklich integriert werden, zukünftig das Thema mit anzuschieben. Dazu gehört bereits der Beginn des Ausbaus des Glasfasernetzes, was auch in Zukunft noch so ausgebaut wird, dass jeder hier in Kassel möglichst Zugang zu den schnellstmöglichen Daten hat. Vor allem natürlich auch Organisationen und Unternehmen, für die das sehr, sehr entscheidend ist. Aber nicht nur die Unternehmen sind wichtig, sondern auch der Nachwuchs ist wichtig. Und die offene Schule Waldau, und wir stehen hier auf dem neuen Baugrund dieser Schule, bekommt ein neues Gebäude. Optimiert mit digitaler Technologie, aber auch für digitale Inhalte. Auch die werden optimiert, wie auch 5 weitere Schulen in Kassel, die hier dazugehören zu diesem Projekt. Und auf diesem Baugrund wird sich übrigens nicht nur die Schule befinden zukünftig, sondern auch die Feuerwehr, die Rettungswache, damit sie zukünftig noch besser helfen kann, wenn es denn die digitalen Strukturen hier gibt. Zu all dem kommt jetzt noch, dass Kassel eine Ausschreibung des Bundesinnenministeriums gewonnen hat in dem Modellprojekt Smart Cities. Kassel ist jetzt Smart City. Und was heißt das? Das heißt zuallererst mal, dass es in Kassel eine 2-stellige Millionensumme gibt vom Bundesinnenministerium, die zur Verfügung steht, um Digitalisierung hier in der Stadt umzusetzen. Es steht aber auch ein Netzwerk zur Verfügung, und zwar der Austausch mit allen anderen Smart City-Kommunen und Städten, die es gibt. Und daraus entsteht natürlich noch mehr Wissen und noch mehr Chancen, in die richtige Richtung zu gehen. Und es entsteht auch natürlich zukünftig eine Vernetzung, mit der man arbeiten kann. Dazu holen wir jetzt noch die Universitäten, also die Wissenschaft, wir holen die Wirtschaft dazu, wir holen die Unternehmen dazu, wir holen eigentlich alle dazu. Und mit alle meinen wir auch Sie, nämlich alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Es wird sehr, sehr viele Beteiligungsformate geben, an denen man etwas über Digitalisierung und die Zukunft der Smart City Kassel lernen kann, wo man sich aber auch einbringen kann, wo man Ideen reingibt und Ideen rausholt. Und je mehr man das tut, desto mehr gestaltet man auch Zukunft mit, denn Zukunft kommt nicht, die wird gestaltet, und zwar von uns allen gemeinsam. Und das funktioniert hier in Kassel, glaube ich, ganz wunderbar. Also wir sollten meiner Meinung nach die Chance alle nutzen, liebe Kasselaner, Kasselläner und zukünftig dann wahrscheinlich Kassel Smarter.